Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Part. Let's Draw Final Fantasy Record Keeper. Ja. Ja, 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 ja. Nee, ja. Ich muss jetzt erstmal sagen, nachdem ich nämlich den letzten Draw ziemlich, beziehungsweise die letzte Aufnahme verkackt habe. Ja, verkackt. Richtig. Weil ich hatte eigentlich einen Draw hierzu gemacht, zu einem, ja, Half-Price-Draw wieder. Aber mir ist die Aufnahme irgendwie zerschossen, keine Ahnung. Die war plötzlich weg. Die war einfach puff. So nach dem Motto, puff, weg bin ich. Ja, und demnach habe ich dazu leider keine Aufnahme. Aber ich kann sagen, ich habe bekommen das Organix, also den Super Soul Break von Cloud, von Cloud, genau. Kann ich ja eventuell auch mal schnell zeigen, wenn ich es auf die Schnelle finde. Weil ich habe es auch noch nicht geupgradet. Da, einmal das, da hier den Super Soul Break von Cloud. Was ganz nett ist, weil ich mich darauf gefreut habe, eventuell ein bisschen was für Cloud zu bekommen. Dann haben wir bekommen einmal das, den Super Soul Break für Idea, was eigentlich auch ganz nett ist. Muss ich erstmal überlegen, ob das eine Waffe oder eine Armor ist. Aber es ist eine Waffe. Und dann haben wir noch was für Barrett bekommen. Barrett, Barrett, whatever. Und zwar seine Gatling. Ja, ich weiß nicht. Man hat sie ja gerade da eben gesehen. Man hat auch gesehen, ich habe zwei. An der Stelle muss ich auch mich entschuldigen, weil ich habe einmal einen Draw gemacht, den habe ich nicht aufgenommen, weil da lag ich im Krankenhaus und ich wusste jetzt nicht, wie lange ich im Krankenhaus liege und habe halt gedacht, komm, ich mache den jetzt einfach. Und da war auch die Gatling von Barrett dabei und diese komische Fäustling von Final Fantasy 14 im Charakter. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich kann es gerade echt nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall, in diesem Part wollen wir den Heart of the Beast Relic Draw machen. Weil es ist momentan Event. Und da sind ganz ehrlich nette Sachen dabei. Hier Excalibur für Paladin Cecil. Dazu sage ich einfach keinen Kommentar. Das ist eigentlich auch sehr nett. Shell Hass und Erhöhung der Resistenz. Nett. Dann hier für Red 13. Auch ganz nett. Ja, Quina. Muss ich aber sagen, finde ich eigentlich auch sehr cool, den Soulbrand. Dann hier was für Ishtola, was ich auch super geil finde, weil Hast, Protect, Shell und Regena. Das sind drei Buffs auf einmal. Und drei Buffs, sage ich mal, die für Ultimate Dungeons wirklich sehr, sehr wichtig sind. Ich würde fast sagen, die müssen dabei sein. Und hier dieser den Heroic Scar für Mogri. Ja. Reduzierung vom Angriff und Magie aller Gegner. Ja, starke Reduzierung halt. Und da möchte ich einmal mein Glück versuchen. Ja, gut. Ich sag's mal so, das wäre interessant. Ja, klar, auch. Ja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Wobei, der Hairpin, der wäre eigentlich auch ganz nice. Der Road, der wäre richtig, richtig geil. Ja. Also es sind ein paar Sachen dabei, die interessant sind. Und der kostet natürlich jetzt 50. Ich habe 75. Eventuell, mal schauen. Ich bin wieder ein bisschen am Dungeons machen. Vielleicht kriege ich sogar noch mal 50 zusammen, dass ich den zweiten machen kann. Aber jetzt testen wir erstmal unser Glück. Unser Glück, unser Glück, unser Glück. Los! Gib uns was Schönes! Am besten mit viel guten Stats! So. Und? Hui. Zwei Sachen. Es sind zwei Sachen, immerhin. Ich muss sagen, Also, letztens waren es nämlich ja auch drei, wo ich die Aufnahme verkackt habe. Und jetzt sind es wieder zwei. Also meine Statistik beläuft sich gerade eigentlich dauerhaft mindestens auf zwei. Ja, schauen wir mal, was dabei ist. Die Äxte und der Hammer, naja, habe ich alles schon. Das ist Final Fantasy 4, glaube ich. Naja. Oh, die Catclaw, ganz cool. Für Final Fantasy 2. Ja, Mann! Ishtola, boom!
Und? Ja, 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 ja. Ja. Ja, also auch sehr nett. Ich hab nichts für Red, aber ja, jetzt habe ich halt was. Es ist ganz cool. Das einzige Problem, was mich ärgert, ist, ich habe so viel Final Fantasy 7 Zeug und ja, es wird immer mehr. Aber egal. Das da ist einfach für mich das Highlight gerade, weil das gibt richtig. Oh, das geht richtig geil. Auf jeden Fall, ich bin zufrieden. Zwei Sachen. Eventuell schaffe ich noch einen weiteren Draw. Schauen wir mal. Aber an der Stelle beende ich den Part und sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Draw Final Fantasy Record Keeper. Also macht's gut, Leute.